Hallo und herzlich willkommen zu Temeswara 2023. Ja, heute mal mit einem Blick zurück und zwar beginnend mit der Frage, was haben eigentlich New York, Paris, London und Temeswar gemeinsam? Richtig, es ist die Pferdestraßenbahn, deren Geschichte vor genau 154 Jahren begann, nämlich am 8. Juli 1869. Es gab seit 1832 in New York eine Pferdestraßenbahn, die erste europäische Pferdestraßenbahn dann 1854 in Paris und schließlich dann, wie gesagt, 1869 die Bahn in Temeswar. Und die fuhr von der Festung, also hier, ich stehe hier am Paradeplatz, was früher Teil der Festung war, wenig entfernt, etwa 200 Meter ist der St. Georg Platz. Von dort fuhr die Bahn bis in den Stadtteil Fabrik und zwar ganz genau bis zum Wirtshaus Englische Königin. Ja, und hier zur 154-Jahrfeier hat man diesen alten Wagen wieder aus dem Depot geholt. Der wurde von zwei schönen, wundervollen schwarzen Pferden gezogen und hier ist es jetzt so, dass der Wagen, nachdem die Pferde ausgespannt wurden, wieder zurückgeschoben werden muss auf ein Nebengleis, damit die Besucher, die dieses Spektakel anschauen wollen, sich natürlich alles in Ruhe ansehen können, ohne dass der andere Straßenbahnverkehr in der Innenstadt zu lange aufgehalten wird. Ja, und die Strecke, die da zuerst eröffnet wurde, die bekam noch eine zweite Strecke dann, nämlich von der Altstadt zur Josefstadt. Die Strecken wurden in der Stadt regelmäßig weiter ausgebaut. Und am Anfang war die Pferdebahn eingleisig, hatte eine Spurweite von einem Meter, also 1000 Millimeter. Und es war dann so, dass irgendwann die Kapazität der Pferdebahn nicht mehr ausreichte. Hier können wir mal einen kleinen Blick reinwerfen in den Waggon. Da kann man also schön auf Holzbänken sitzen. Ja, und wie gesagt, der Betrieb reichte dann von der Kapazität her nicht mehr aus, sondern musste erweitert werden am 27. Juli 1899 dann mit der elektrischen, wie man auch sagt. Ja, in den 1950er Jahren erreichte die Straßenbahn oder das Straßenbahnnetz in Temeswar eine Ausdehnung von insgesamt 10 Linien und einem Streckennetz von immerhin etwa 40 Kilometer. Das Ganze wurde dann noch weiter ausgebaut und hatte in den 1980er Jahren eine Länge von 86 Kilometern. In Temeswar fahren zum Teil immer noch alte Straßenbahnen, nämlich aus Bremerhaven und aus Bremen, aber mehr und mehr kommen neue Züge hinzu, moderne Straßenbahnen, bei denen es nicht immer ganz so spektakulär zugeht wie bei den alten Bahnen. Ja, und jetzt sehen wir gleich mal, wie eigentlich dieses ganze Gefährt in der Gesamtlänge aussieht. Wir drehen mal eine kleine Runde um diesen Wagen, der in Wien gefertigt wurde. Ich glaube 1869 war es. Die Wagen hat man in Wien gekauft und dann in Temeswar eingesetzt. Immerhin war Temeswar damals ja Teil der Habsburger K&K-Monarchie und überhaupt auch eine der Städte in Rumänien, die immer alles zuerst hatten. Egal, ob es hier die Straßenbahn war oder auch die elektrische Beleuchtung in den Straßen. Man war hier immer ganz vorn mit bei. Und kaum, dass ich jetzt hier mit der Kamera mal einmal um den gesamten Wagen rumgegangen bin, sieht man im Hintergrund gleich noch eine andere, etwas ältere Straßenbahn, die auch in Gelb-Weiß daherkommt. Es handelt sich dabei um die V54 Straßenbahn, die in Craiova in Rumänien gefertigt wurde. Und in Craiova hatte man keine Erfahrung mit dem Straßenbahnbau. Man hatte noch nicht mal eine Teststrecke. Trotzdem hat man diese Teile dort gebaut. Und die wurden also ab den 1950er Jahren dort gebaut und zum Teil liefen die in Temeswar bis 1996. Ja,
Das war's eigentlich schon hier von diesem Jubiläum der Pferdestraßenbahn in Temeswar. Ich sage wie immer danke fürs Zuschauen und für eure Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal und sagt anderen, dass der Kanal existiert. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.